Liebe Freunde unseres Klosters, liebe Leserinnen und Leser des Ettaler Mandl, es freut mich sehr, dass nach einer längeren Lücke das Ettaler Mandl wieder erscheinen kann. Es hat eine neue Form bekommen, eine neue Ausstattung und auch irgendwie eine neue Ausrichtung. Wir haben den Eindruck, dass durch diese Aufmachung auch ein frischer Wind zu verspüren ist. Es freut mich, dass dieses Heft erscheinen kann zum Hochfest unserer Basilika, dem Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel, das am 15. August, also mitten in den bayerischen Sommerferien, gefeiert wird. Für uns Ettaler ist es das kirchliche Fest im Sommer, zu dem jedes Jahr viele Menschen aus der näheren Umgebung, aber auch von weiter her kommen, um mit uns die Gottesdienste zu feiern, vor allem das Hochamt am Vormittag und am Abend die Marienfeier bei günstigem Wetter im Freien mit einer Lichterprozession. Das Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel ist für ganz viele Menschen, die unserem Kloster verbunden sind, ein Stück Heimatgefühl. Ettal und Heimat in Verbindung zu bringen, ist für verschiedene Gruppen, die mit Ettal zusammenhängen, ganz unterschiedlich. Für die einen ist diese Heimat mit Schule und Internat verbunden. Für die anderen ist diese Heimat verbunden mit der Kirche und dem Gnadenbild der Gottesmutter, mit dem Jesuskind. Für wieder andere ist diese Heimat verbunden mit der Landschaft, die uns umgibt, mit den ersten höheren Bergen der nördlichen Alpen. Das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel spricht aber letztendlich von einem ganz anderen Heimatgefühl, nämlich von jener Heimat, die der Apostel Paulus einmal in einem seiner Briefe nennt und von der er sagt, unsere Heimat, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das heißt, der Himmel, der Ort, an dem Gott ist und wo uns eine Wohnung vorbereitet ist, das ist unsere eigene Heimat, unser eigentliches Ziel. Von Maria, der Mutter Jesu, glaubt die Kirche, dass sie an dieses Ziel auf jeden Fall schon angekommen ist. Und wenn wir ihr Ankommen im Himmel mit Leib und Seele feiern, sozusagen wie ein Osterfest mitten im Hochsommer, dann ist es auch ein Hinweis darauf, dass Maria für uns wirklich ein Zeichen der Hoffnung ist. Eine Person, eine Gestalt, an der deutlich wird, dass diese Heimat auch das Ziel unseres Lebensweges ist. Wenn das neue Ettaler Mandl zum Marienfeiertag im August Ettal verlässt und möglichst viele Freunde unseres Klosters erreichen darf, dann ist es mein Wunsch, der diese neue Ausgabe des Ettaler Mandl begleiten soll, dass wir alle, die wir Ettal verbunden sind, einmal am Ende unseres Lebens dieses Ziel erreichen, für das wir bestimmt und von Gott berufen sind. Das wünsche ich allen Freunden unseres Klosters von Herzen und bin dankbar dem neuen Redaktionsteam, das das Ettaler Mandl so auf den Weg bringt. Ich grüße Sie ganz herzlich, Ihr Abt Barnabas.